Die Multiple Sklerose ist die häufigste neurologische Entzündungserkrankung im Erwachsenenalter und ist eine Erkrankung, die chronisch verläuft. Viele Patienten haben schon im Jugendalter oder im jungen Erwachsenenalter Entzündungszeichen, zum Beispiel eine Sehstörung, eine Entzündung des Sehnerven. Häufig kommen auch Entzündungen des Rückenmarkes hinzu, die dazu führen, dass die Patienten eine Lähmung der Beine oder aber auch eine Blasenmastdarmlähmung haben können, auch Gangstörungen sich entwickeln. Und es ist eine Therapie, die man heutzutage sehr gut behandeln kann. Es gibt eine Vielzahl von Medikamenten und sowohl Tabletten als auch Infusionslösungen, die man geben kann. Und ist insgesamt eine Therapie, die überwiegend von den niedergelassenen Neurologen behandelt wird. Die Patienten kommen zu uns dann ins Krankenhaus, wenn sie sehr schwer betroffen sind. Und wir führen dann spezielle Therapien durch, zum Beispiel eine sogenannte Plasmapherese, eine Blutwäsche, wo ähnlich wie bei einer Dialyse das Blut von den Entzündungsstoffen freigewaschen wird, die eben solch eine Entzündung des Gehirns verursachen.